Ich sage herzlich willkommen, Tom Solid. Wir sind heute hier in einem Café in Kempten. Tom, du kommst ursprünglich aus dem Allgäu, jetzt wohnst du im Schwarzwald. Vermisst du das Allgäu ein bisschen? Ich vermisse es sehr. Wieso? Im Schwarzwald hast du auch Berge und Bäume und alles, was du hier auch hast, aber es gibt leider viel zu wenig Seen. Okay, Stichwort Bäume. Ja. Go paperless. Hug a tree. Hug a tree. Ja, genau, das ist mein Spruch, genau. Ja. Klar, es ist einfach zu sagen, wenn du papierlos gehst, dann sparst du dir Papier und damit schützt du natürlich auch die Bäume. Tom Solid hat einen eigenen, sehr erfolgreichen YouTube-Channel, der ist wirklich exponentiell gewachsen. Ich glaube, du hast vor einem halben Jahr ungefähr angefangen und bist jetzt bei wie vielen Subscribern? Ich gehe stark auf die 4.000 zu. 4.000 in so kurzer Zeit. Ja. Das ist wirklich ein Thema, wo er ja, den Puls der Zeit getroffen hat. Go paperless ist dein Thema. Was kann man denn darunter verstehen, so mal ganz vereinfacht ausgedrückt? Ja, go paperless, wie der Name schon sagt, werde papierlos. Mhm. Und eben der Verzicht auf Papier, die Freiheit ohne Papier zu leben. Okay. Kann man jetzt sagen, dass du jetzt irgendwie eher ein Öko bist oder eher so ein Tech-Freak? Ich würde eher sagen, der Tech-Freak. Noch vor einem Jahr hätte ich gesagt, ich werde niemals papierlos werden, weil für mich die Technik überhaupt nicht so weit war, dass ich da einen Stift hätte, wie den Apple Pencil, der mithalten kann mit meinem Geschreibe. Okay. Und hat sich einfach nicht natürlich angefühlt, deswegen bin ich immer beim Block geblieben. Das hat sich jetzt geändert mit dem Apple Pencil, da bin ich auch überzeugter Fanboy, Hashtag not sponsored. Und ja, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey, das Thema ist echt cool, go paperless, ich möchte auch, so gut es geht, auf Papier verzichten. Was sind die Grundvoraussetzungen? Was brauche ich, um paperless zu werden? Genau. So als Privatanwender. Ja, eben. Das wäre dann die erste Frage. Ist es ein Unternehmen oder ist es ein Privatanwender? Das sind ganz andere Voraussetzungen, um die es da geht. Beim Privatanwender kommt dann auch die Frage, was möchtest du denn papierlos machen? Willst du einfach nur ein Tagebuch schreiben, papierlos? Oder möchtest du wirklich deine Verträge und alles papierlos haben? Mhm. Und da hast du dann ganz verschiedene Systeme, wo man auch drauf achten muss, weil viel ja in der Cloud gespeichert wird und sensible Daten in der Cloud zu speichern. Da muss man dann schon näher drauf eingehen. Also ich brauche einen Scanner, um erstmal meine Dokumente überhaupt, die ich so noch per Post bekomme, Verträge, Rechnungen und so weiter, zu digitalisieren. Und dann sagst du, ein Tablet, auf dem ich schreiben kann. Ja, ja? Es gibt natürlich Scanner, die sind auch, es gibt auch günstige. Es gibt aber auch Apps en masse, die du verwenden kannst, um die ganzen Sachen zu digitalisieren. Mhm. Die funktionieren super, ich verwende es selber auch. Genau. Und Tablet, wie gesagt, ich verwende das iPad Pro, ich weiß, das Surface gibt es auch noch von Microsoft, das sei auch sehr gut, habe ich selber noch nicht probiert. Aber es gibt genügend Möglichkeiten jetzt, wirklich einen Notizblock digital zu haben und Notizen zu machen, sein Tagebuch zu schreiben. Mhm. Hört sich sehr interessant an. Wer sich mit dem Thema vertiefen möchte, ich kann den Channel von Tom Solid sehr empfehlen. Er macht das wirklich toll. Er steckt da sehr, sehr viel Energie rein. Und du hast noch mehr als einen YouTube-Channel. Ich habe noch mehr als einen YouTube-Channel, genau. Wir sind wirklich eine schnell wachsende Community, nennt sich Paperless Me. Ich habe ein Unternehmen gegründet, das heißt Paperless Me. Und es gibt eben die Homepage, da schreibe ich Blogs. Mhm. Dann haben wir ein Forum dort, wo eben die Themen diskutiert werden, wer welche Apps verwendet. Mhm. Dann gibt es eben eine Facebook-Gruppe, die wirklich sehr schnell wächst. Und es ist unglaublich schön zu sehen, wie die Leute da drin diskutieren. Mhm. Es ist ein internationaler Channel, das heißt, wir reden da auf Englisch. Genau, das muss man auch dazu sagen. Tom Solids YouTube-Channel ist englischsprachig, wodurch er natürlich eine viel größere Community ansprechen kann und eigentlich auch weltweit gesehen wird. Ne? Ja, genau. Es gibt noch das Pendant, Paperless Pioneers, wenn ihr euch das anschauen wollt. Es ist auch eine Facebook-Gruppe, da ist die deutschsprachige Gruppe, die sehr zu empfehlen ist. Genau. Ja. Vielen Dank, Tom Solid, für das kurze Interview. Wir werden das Thema auf jeden Fall weiter verfolgen. Schaut euch seinen Kanal an. Und wir gehen jetzt noch ein bisschen filmen. Tom Solid out.